Willkommen zurück live von der Außenbaustelle. Ich berichte hier. Nein, natürlich nicht. Wir brauchen heute Marmor. Und zwar gar nicht so wenig. Also hacken wir hier nochmal die Wand auf. Ganz dreist. Schaufeln uns hier einmal durch. Und hier. Und dann, bei meinem Glück ist doch hier irgendwo ein Creeper oder so. Aber zumindest höre ich schon mal Zombies. Ist auch nicht schlecht. Zombies sind immer super. Oh Gott. Hier war ich schon mal. Das muss irgendwie relativ in der Nähe sein. Gut. Egal, wir brauchen Marmor. Das ist unsere Hauptaufgabe und der werden wir uns jetzt stellen. Und ich hoffe, dass mich in der Zeit hier nichts überrascht. Sollte eigentlich relativ flott gehen. Hier mal eben so schnell zwei Stacks Marmor zu sammeln. Solange ich nicht von irgendwas angegriffen in die Luft gesprengt oder sonst irgendwas werde. So wie es immer passiert. So, okay. Bisschen mehr Licht reinlassen. Na, 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 na. Komm schon, geh ab. Da, 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 da. Ja, wunderbar. Das ist doch marmortechnisch echt eine gute Ausbeute. Ich werde jetzt hier auch nichts anderes mitnehmen. Also ich werde mich hier nicht auf Kohle oder sonst was stürzen, sondern wirklich mich auf den Marmor konzentrieren. Das geht jetzt erstmal nur fürs Bauen. Schöpper. Und damit ist die Spitzhacke hinüber. Aber da ich ja intelligenterweise aus Versehen eine zweite gebaut habe, haben wir damit gar kein Problem. Und ich muss dringend mein Survival-Kit wieder auffüllen. Fällt mir gerade auf, wenn ich hier durch die Höhlen krauche. So, komm her. Du Marmor, du. Wie viel brauche ich denn? Reichen mir zwei Stacks? Ich hoffe. Also zumindest vorerst. Ich meine, wir haben ja auch noch den Verwaltungsraum da draußen, der, wo die ganzen Steuereinheiten rein müssen und so. Also wir haben, glaube ich, noch genug zu tun. So. Das war viel Marmor schon mal. Rucksack. Du fliegst mal kurz raus. Packen wir da einfach mal hier den Dreck rein. So. Aber jetzt, wo es sich hier gerade so lohnt mit dem Abbauen. Na, machen wir noch einen dritten oder vierten Stack voll, damit sich das hier wirklich auszahlt. Und damit vielleicht noch ein Creeper vorbeikommen kann, der mich in die Luft jagen möchte. Spontan. Zombies sind ja hier schon irgendwo unterwegs. Ah, hier ist... Eigentlich ist hier nicht wirklich viel, wo die herkommen können. Ich schieb beinahe schon selber wahrscheinlich mehr Panik, als ich eigentlich müsste. Naja, lieber vorsichtig sein und dann nicht nachher auf die Schnauze fliegen, würde ich sagen. Das wäre nämlich arg doof. Jetzt so, okay, wenn ich jetzt in die Luft fliege, mein Gott, fliege ich halt in die Luft. Warum baue ich das jetzt ab? Das wollte ich doch gar nicht. Wie gefällt euch denn bis jetzt das Gebäude? Findet ihr es total toll? Also ich finde, bis jetzt ist es noch nicht sehr aussagekräftig. Und ich finde auch, es fehlt echt massiv an Deko. Also ich hätte gerne mehr Deko-Elemente an meinen Häusern. So insgesamt. Das wirkt alles noch so ein bisschen trist. Aber ich will euch eigentlich auch in einem Technik-LP nicht unbedingt mit Deko-Krams nerven. So, wie viel haben wir jetzt? 1, 2, 3, fast 4, machen wir meinen vierten noch voll und dann hauen wir hier ab. Und so. Ui, ja, nee, jetzt nicht. Das ist mir dann doch zu dunkel da unten. Muss ja nicht zwingend sein, oder? Also wir müssen uns jetzt nicht noch unnötig in Gefahr begeben. Glück, 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 so, mal den voll, ja. Fast. Einer fehlt noch. Klack. So. Und dann geht's gleich wieder nach oben. Geschützt durch die... Wo muss ich denn eigentlich hin? Hier lang. Aber ich habe eine Spinne gehört und... Die ist so bestimmt hier irgendwo am Rumwuseln. Egal. Jetzt schnell ins Bettchen. Hier kommt die eh nicht durch. Die ist dafür viel zu doof. So. Ich weiß, es saß schon mal in meinem Raum eine. Ist ja gut. Ist ja gut. Ich
kann die Kommentare jetzt schon vor meinen Augen sehen. Da war schon mal eine Spinne. Muss aufpassen. So. Ja. So. Klack, klack. So. Ich war nix. So, ich hab nix gemacht. So. Hier gleich wieder. Ich habe ja erst überlegt, ob ich so eine Fuschaktion mache hier wirklich und das einfach baue, aber nee, kommt. Also wir müssen ja auch irgendwann mal mit den Gebäuden fertig werden. Ich habe es jetzt schon, die Sortiermaschine ist nicht ordentlich gemacht und hier ist nicht ordentlich gemacht und da ist nicht. Nee, das geht nicht. Muss schon alles ein bisschen schön sein. Und da ich hier gerade irgendwie auf so einem Bautrip bin, ist das eine ganz gute Sache. So, dann heben wir das jetzt einfach bis hier vorne komplett aus. Na komm schon. So. Ich glaube, rohen Marmor brauche ich auch gar nicht. Ich werde wirklich hier überall Bricks verwenden. Dementsprechend kann ich die auch gleich alle verarbeiten. Aber schön 256 mal Marmor. Oh, ich darf nicht vergessen, die Röhre wieder einzusetzen. So, erstmal bis hier vorne. Okay, einmal schippen noch. Da gerade was gesehen. Kann es sein, dass wir hier schon auf Rohmarmor direkt gestoßen sind? Ich glaub's ja. Gut, okay. Vielleicht bauen wir den ja auch noch ab. 1, 2, 3, 4. Klack. So, ich denke, marmortechnisch reicht das für den Anfang. Dann hier einen schönen Fußboden. Glas hatte ich ja letztes Mal hergestellt. Da werde ich oben noch schön Glas drüber machen. Ich überlege nur gerade, in welcher Größe. Vielleicht nehme ich auch einen Teil des Marmors einfach wieder weg und mache da wirklich so einen kompletten Glasboden oben hin. Finde ich ja schon extrem cool. So, dass wir dann quasi die ganze Zeit die Energieerzeugung bei der Arbeit sehen können. Ich muss mir dann eh noch überlegen, ich werde es wahrscheinlich über Wireless steuern. Und die Steuerung kommt natürlich da drüben in dieses Häuschen. So. Was ist denn, wenn ich jetzt hier zwei freilasse? Wie sieht denn das aus? 1, 2, 3. Hier ist nur einer. Brauche ich natürlich doppelt. Hier auch. So, ist das jetzt genau die Abmessung vom Raum? Ja, sieht so aus. So, dann muss die Maschine hier bald weg. Sonst kommen wir hier nicht lang. Die ist ja doch ein bisschen zu hoch. So, 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 so. Und noch einen. Und dann hier schon mal so weit, wie es geht. Okay. Und hier auch. Und das gleiche Spielchen dann hier drüben nochmal. Ich weiß, momentan ist nichts ausgeleuchtet. Kommt aber auch, wie gesagt, der Tag-Nacht-Schalter ist schon geplant und im Kopf vorhanden, aber keine Ahnung, irgendwie kommt ständig irgendwas anderes dazwischen. Obwohl ja für den Keller auch ein Tag-Nacht-Schalter relativ unsinnig ist, wenn da kaum Tageslicht reinfällt, kannst du eigentlich dauerhaft an sein, das Licht. So, und hier in die Mitte kommt jetzt einfach Glas. Ja, finde ich toll. Die Frage ist jetzt nur, ob wir hier jetzt... Ja, hier kommen wir lang. Okay, dann kann ich also das Glas schon einsetzen. Ich sehe sowieso, dass ich nachher die Hälfte wieder wegkloppen muss. So. Ein Stecki. Weil ich irgendwas vergessen habe oder weil ich irgendwas anders machen will. Ah, aber erstmal. So. Sehr schön. Ein Glasboden. Klonk. Klonk. Wunderbar. Wie sieht's mit der Bedbox aus? Die ist leer. Okay, dann holen wir uns jetzt mal. Also erstmal schmeiße ich alles, was ich in der Tasche habe, gerade mal in die Kiste, damit ich meine ganzen Maschinen hier ordentlich, oh, dies muss in eine Maschine, ordentlich auseinander und zusammengebaut kriege wieder. Die Maschinen bleiben auch noch da. Das Glas lasse ich auch drin. Holz brauche ich erstmal nicht mehr. So, dann die Fackeln. Einmal knuspern hier. Ah, können wir gleich noch ein zweites hinterher. Wir haben es ja. So, und den brauche ich.
Dann nach drüben. Lass mal kurz wenigstens in die Ecken ein Kerzchen stellen. Damit hier nicht irgendwas auf die Idee kommt, blöd zu spawnen. Hä? Hä? Oh, überlebt. Okay. So, dann hacken wir die hier mal ab. Klack, klack, klack. Okay, die Stromversorgung kann so bleiben. Die kommen weg. Gut. Dann können wir das hier auch schon mal wegschaufeln. Wunderbar. So, dann machen wir gleich unter den Gerätschaften hier auch noch Platz. Ich weiß auch noch nicht so ganz, wie ich die Kabelangelegenheiten nachher verlege, aber da fällt mir bestimmt noch was Schickes für ein. So, du kommst auch her. So, und so, und so, und so. Baue ich jetzt den Rohmarmor da ab? Ich meine, ist ja jetzt nicht so häufig, obwohl da unten so viele Massen an Marmor waren gerade. Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Boah, das ist ja hier... Ja, okay, nee, lass ich. Ist nicht so wild. Steinchen. Klack. So. Dann ist das auch erstmal in Ordnung. Hier kommen noch drei rein. Sehr schön. Hier hinten müssen wir noch rausnehmen. Na, geh ab. So. Hier in die Wände muss wieder Holz rein. Was ich natürlich jetzt da reingekickt habe. Heroisch, wie ich bin. Obwohl ich es als Baumaterial ja durchaus gebrauchen könnte. Boah, warum denn? So. Klack, klack. So. Gut, aber erstmal ist der Fußboden dran. Habe ich jetzt den Fußboden... Ja, ich fliege übrigens unheimlich gerne einfach nur hin und her. Das ist der Hauptgrund, warum ich sowas mache. Jetzt lege ich auch noch irgendwelche Blöcke hier doof hin. Da. Marmor. Du kannst hier wieder weg. Sehr schön. Gut. Dann verlegen wir mal weiter den Boden. Okay. Hier, ist egal. So. Ja, sieht doch schon, also sieht extrem freundlich aus dafür, dass das ein Maschinenraum wird. Meine Güte. Okay, wo bauen wir die hin? Hier und damit im Mittelfluss, dass man es ein bisschen sehen kann. Mal gucken, ob man das von oben sieht, die Wand. Ja, sieht man auf jeden Fall. Sehr gut, dann kommt ihr jetzt mal alle. Achso, ich hatte hier die 100, genau. So. Klack, 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 klack. Alle weg. Dann brauchen wir noch ein paar Wooden Conductive Pipes. Die Wooden Pipes waren hier. Und zwar brauchen wir noch 1, 2, 3, 4. Und 4 mal Redstone. Nein, nicht 5. Jetzt erstmal relativ genau haben. Klick. So. Dann haben wir die, dann haben wir die Teleport und 9 Maschinen. Ich brauche aber nur 8. So, mit 8 sollte man durchaus gut hinkommen. Für unseren Energiebedarf. Vielleicht können wir damit sogar... Warum habe ich die jetzt aufgeteilt? Ich bin ja auch ein Held. Wie viel haben wir denn hier? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13... Bei 4. 4, 4, 8, 5. Das geht, glaube ich, gar nicht. Verdammt. Das ist ja jetzt ärgerlich. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Tatsache.
ist die Mitte. Ja, dann sieht es natürlich total doof aus. Ja gut, dann, warum baue ich die jetzt eigentlich direkt daran? Ich hält. Ist natürlich sehr sinnvoll. Ja, wie machen wir denn das jetzt am blödesten? Mensch, und wie sieht's hier aus? So, die Mitte sind ja 5 gewesen. Nee, die Mitte sind 4. Schön. 1, 2, 3, 4. So, 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 so. Achso, macht er natürlich noch nicht. So. Kurz mal schlafen gehen. Damit wir nicht von irgendwelchen monströsen Monstern überrascht werden. Dann werde ich auch vielleicht mal gleich, da unsere Öfen ja immer noch voll durchheizen. Was ich auch, wie gesagt, nicht vorhabe zu ändern. Mal ein paar Lavazellen nachschmeißen. Wir haben es ja. Wenn die jetzt aufgebraucht sind, dann haben wir immer noch 128 Stück. Also, ja. Sollte noch für einen Augenblick ausreichen. So. Okay, 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 okay. Ach, ist das schick. So, dann können wir hier hinter das Holz gleich wieder abreißen. Ja, wenn ich dahinter nämlich keine Kabel verlege, habe ich so gar nichts gewonnen. Okay. Ich bin noch am Überlegen, ob ich einfach Goldkabel nehme, wegen der Leitfähigkeit und wegen dem geringeren Verlust. Aber das können wir ja gleich noch entscheiden. Okay, so. Tschack, 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 tschack. Und die Teleport. Da. Wunderbar. Machen wir gleich auf die 100. Bis sie falls. Perfekt. Ich bin mir nur noch nicht ganz sicher, wie ich sie ansteuere. Ob ich da eventuell direkt... gar nicht, ob das funktioniert. Oben drauf geht's, glaube ich, nicht. Ja, dann müssen wir wahrscheinlich hier oben lang. Ja, das kriegt man hin. So, dann brauche ich Käbelchen. 1, 2, 3, 4. Ah, sehr schön. Dann hier rüber, hier runter. Und dann kommt hier die erste Bedbox rein. Mit Energiefluss aus der Richtung, genau. Oder mache ich's? Bitte nicht kaputt gehen, danke. Eigentlich könnte ich die Bedbox ja auch so setzen direkt. Das sieht doch auch nicht schlecht aus. So. Dann... Petrochemikal. Ich bin gerade überlegen, ob ich davon einfach nochmal 2 baue. Wir haben noch genug Tree Taps, wir haben noch genug Gummi, wir haben Tanks, können wir uns ohne weiteres herstellen. Und Generatoren sollten jetzt auch kein Problem mehr sein. Also brauche ich 2 Batterien, 2 Maschinenblöcke, 2 Öfen. Auf geht da. Batterien könnte man eigentlich gleich ein paar mehr machen, aber gut. Silber nicht, Zinn wäre gut. Da haben wir auch nicht so viel. Und ich glaube, das ist ja nicht der einzige Zinn, oder? Ne, sag ich doch. So. Zinn, 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 Zinn. Und, Abyssal Redstone. Wie viel stelle ich denn jetzt her? Brauche ich noch eine Bedbox? 1, 2... 3, 4, 5. Ah, oh, erstmal 5 Stück. Sollte ja irgendwie genügen. So, dann. Die. Öfen, Öfen, Öfen. 1, 2.
So, und ich habe nicht mehr genug Refined Iron, mal davon abgesehen, dass ich das auch hier gar nicht herstellen könnte, die Maschinenblöcke. Hier. Nein. Jetzt wird es aber nicht schon wieder mit dem Eisen knapp, oder? Nee, ich glaube, ich weiß, woran es liegt gerade. Ja. War absehbar. So. Dann schmelzen wir ein paar Eisen. Ja, so. Und so. Dann kann er nämlich schön sein Eisen weiterschmelzen und wir kriegen hier unsere Blöcke zusammen. Ist das nicht toll? Ach ja, so. Und wenn ich dann das aufgebaut habe, so, das reicht mir, dann werde ich auch mal das Haus abdichten. So, so, so. Okay, 1, 2. Nehmen wir den dritten gleich noch mit. Ist zwar erstmal nicht nötig, aber... Zwei Generatoren, so. Dann brauche ich Tanks. Theoretisch 4 Stück, aber ich glaube, dafür habe ich nicht mehr genug. Ja. Glas. Zumindest nicht genug dabei. Und ich habe einen Pfeil mitgenommen, weil ich einfach mal auf was zeigen wollte. Ich wollte euch etwas aufzeigen. Glas. So. Und das hier. Okay. So, 4 Tanks. 1, 2, 1, 2 und 1, 2, 3, 4. Und ich muss dringend mal wieder Gummi einsammeln. Also hier. Sticky Resin. Aha, aha. Warum habe ich das jetzt gemacht? Ah. Aha, aha. Da, 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 da. Tja, jetzt war die Frage, was kam da in die Mitte? Ach, der General. Oh. Klar. Ist ja auch sinnvoll irgendwie. 1, 2. So, 2 Pietros. Sehr schön. 2 Mr. Lombardi. So, die werden quasi auch für die Grundversorgung sein. Dementsprechend, wir müssen die auch anschließen. 2. So, die werden dann hier aus der Mitte mit einer Pipe versorgt. Auf die rechte Seite kommt unser Öl. Da gehe ich einfach noch ein paar Etagen tiefer und baue die Tanks größer. Ja, schick. Und wie gefällt es euch? Es sieht doch wesentlich aufgeräumter aus als da oben dieses komische Chaosgebilde. Und ich muss ganz ehrlich gestehen, ich habe es nicht vorgeplant groß, also da... Ich bin ja ein bisschen stolz auf mich, okay, gebe ich ja zu. So, so. Wie groß gestalten wir denn die Fenster? Die Tür möchte ich übrigens in die Richtung raus auf die Terrasse und damit eine Treppe nach unten. Aber das kommt dann noch. Eigentlich können die Fenster recht groß sein. Hier trennen wir vielleicht in der Mitte ab. Wegen der Tür. Jetzt ist die Frage, wo die Tür hinkommt. Hier habe ich natürlich nur Dreck drin. Das brauche ich und ich habe kein weißes Holz mehr. Scheiße. Ja, doch. Boah. Okay, es ist nicht viel, aber wenigstens sollte es reichen, um das Gebäude hier drüben fertigzustellen. Obwohl ich mir deckentechnisch noch nicht ganz sicher bin. Ich würde es gerne genauso machen wie da, aber da müssen wir dann nochmal einen Vulkan abgrasen für. So. Klack, klack, klack. Okay. Die Mitte ist hier. Kann ich ja gleich mit den richtigen machen. Machen wir es gleich richtig. Und so. Und das in der Mitte raus. Nur die Taste nicht vergessen, genau. So, dann muss das hier noch raus.
Und da muss dann ein solches welches rein. So hässlich ist es gar nicht. Ich hätte es mir jetzt ehrlich gesagt schlimmer vorgestellt. Okay. Dann. Hier noch. Findet ihr es eigentlich blöd, dass ich immer so... Also ich liebe so Riesenfenster. Finde ich total genial. Kann ja sein, dass ihr jetzt denkt, oh, immer diese Fenster. Ah, nee, ich mag die. Aber ich mache oben trotzdem noch zu. Das wäre mir jetzt too much. Glasscheiben. Wie viel brauchen wir denn da? Nehmen wir ein Stack? Ja, nehmen wir ein Stack. So. Hier oben noch zu. Hier auch. Ja, es ist wieder eine ganz spannende Folge heute. Aber keine Angst, ist gleich vorbei. Also die Folge, nicht das Bauen. Doch, das ist echt schon, das ist schon extrem cool. Ich weiß noch nicht, was ich hier hinten in den Raum reinmache. Bin ich mir echt, ob das einfach nur so ein... ich weiß noch nicht. Aber das da unten finde ich schon sehr cool gemacht. Ein bisschen Benzin zum Auffüllen haben wir auch. Also alles schick. Wenn ich jetzt noch ein bisschen Basaltstein hätte, wäre ich glücklich. Aber ich mache das jetzt folgendermaßen. Bis zur nächsten Folge werde ich Basalt abbauen und ach Quatsch. Ich zeige euch das dann in einem Schnelldurchlauf am Anfang der Folge. Ansonsten wünsche ich euch einen wunderschönen Tag noch und bis zur nächsten Folge. Ciao.